Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Skyrim mit Mods. Und ja, wir machen natürlich da weiter, wo wir aufgehört haben. Wir wollten hier nach Ingor Barrow und ja, genau das machen wir jetzt hier. Gehen allerdings direkt erstmal in Schleichmodus und gucken mal, was uns hier erwartet. Okay, eine Eishöhle. Ich freue mich schon, wenn es einen neuen Teil irgendwann gibt. Die Grafik, also eine bessere Grafik, wird das nochmal richtig schön bestimmt. Was ist das? Okay, nur ungefähr eine Statue. Ist das lieb? Okay. Irgendwie süß. Wir springt relativ ziellos rum. Kleiner Moment. Ups. Karte. Schauen wir mal. Okay. Wir wollen nicht unbedingt 10 Umwege laufen, das ist wirklich zu hier, gut. Ehrlich, komm, ist ein kleiner Huckel. Nee, ist nichts. Also, ist ja doch ein bisschen besorgniserregend hier. Wenn so lange nichts kommt. Ich glaube, ich mache uns mal ein bisschen Licht. Kerzenschein heißt das Ding. So, so sieht man ein bisschen mehr. Okay, Fisch, Schlange. Toter Gelehrter. Okay, was hast du denn? Amethyst. Geschichtlicher Überblick, der hat nicht viel Wert. Geht. Definitiv, definitiv. Nein. Einverstanden. Irgendwas hat ihn wohl getötet. Okay, also wir haben ja diese Dinger zum Drehen. Aber gibt es irgendeinen Hinweis, welche Kombination wir brauchen? Das ist links der Kerzenleuchter ist aus. Ja gut, aber ich sehe jetzt nichts, wo ich rauskriegen könnte, welche Kombination hier richtig wäre. Jetzt auf dem Weg war mir jetzt auch nichts aufgefallen. Ich gucke nochmal zurück. Ob hier auf dem Weg irgendwelche stehen. Aber hier ist der Eishöhle bestimmt aufgefallen. Aber einen Trinnwasserkern auch nicht? Auf den Dingern ist auch nichts. Also ich bin mir ziemlich sicher, wenn ich das Ding einfach drücke, haben wir ein Problem. Ich setze mich mal hin, vielleicht bringt das was. Sieht nämlich aus ein bisschen. Jetzt wird extra platziert hier. Tja, auch nicht. Ah, ich mag das ja nicht mit rumprobieren, aber ohne Hinweis bleibt uns ja wohl nicht viel übrig, ne? Am besten wir stellen uns mal seitlich. Gucken mal. Genau, kommen da Pfeile rausgeschossen. Na gut. Hör so mal wieder auf.
Okay, das bringt nichts. Testen wir es einfach mal so. So, ich habe mal einen kurzen Cut gemacht, weil ich das erstmal austesten musste und ich alle Kombinationen durch hatte. Dauert eben jetzt doch ein bisschen zu lang, das wollte ich euch nicht zumuten. Ich habe es jetzt rausgefunden, die Kombination ist Schlange, Vogel, Fisch oder Wal. Weiß ich immer nicht genau, was es darstellen soll, aber auf jeden Fall irgendwas Aquatisches. So, jetzt warten wir noch, bis die Pfeile endlich mal vorbei sind von den Fehlversuchen. Und dann können wir weitergehen. Kommst du so vorbei? Kommt. Wir haben dein geiles Schild. Aber gefunden, wo ich jetzt hätte die Kombination sehen sollen, habe ich leider nicht. Plündern ist immer gut. Echt schöne Sachen mal schon dabei. Ah. Hier händlich, das ist jetzt sehr anstrengend. Ich hoffe, es geht bald vorbei. Wasser, okay. Ich habe so das Gefühl, wir rennen hier auf unseren Tod zu. Süß auf jeden Fall, dass diese kleinen Kügelchen mehr werden. Okay. Das hat ein gewisses episches Feeling. Und hier ist nichts weiter. Nein. Kommen wir aus dem Wasser wieder raus. Ja. Gucken wir erstmal rein. Ah. Manchmal lohnt sich ein Abstecher. Ja, guck rein, Kumpel. Wow. War als Fund einfach nicht schlecht. Okay. So. Das sieht extremst gefährlich aus, also speichere ich mal sicherheitshalber. Man weiß nämlich nie, was passiert. Na dann, gucken wir mal. Okay, noch passiert nichts. Da steht aber ein Zombiehund. Der wird mich doch garantiert erwischen. Also ich versuche mich natürlich jetzt mal anzuschleichen. Aber ist ja gar nicht so einfach. Ja. Was tut mir weh? Seid ihr das? Weiß nicht, was mir weh tut. Hier stöhnt irgendwas rum. Klingt nach einem Geist. Gehen wir erstmal in die andere Richtung. Ja. Okay, noch bekommen. Das stinkt nach Falle. Nur eine Adeptentür. Okay. Hört ihr auch die ganzen Geräusche? Das ist nicht so cool. Und das sieht aus wirklich wie Pfeilfallen hier. Gut, können natürlich auch nur Begräbnislöcher sein. Ich hätte gern das Hängemoos noch. Kommt schon. Ehrlich? Ich hätte gedacht, dass ich da oben hinziehen muss, um das zu kriegen, aber gut. Komm schon.
Also wie gesagt, ich finde die kleinen Dinger ja ganz süß, aber ein bisschen nervig sind sie mit der Zeit. Wow. Schneebären. Oh, da wird aber jetzt ein komischer Ständer mitgenommen. Ja, schon mal Händler, wo wir einfach verkaufen. Haben Sie gedacht, dass ich den mitnehmen kann? Der sah so groß aus. Das ist ein Geist. Und er guckt mich direkt an. Ich würde vorschlagen, dass wir den ein bisschen mit dem Bolid ärgern. Ach so, ach, mit Bolid. Clever, ich meine eigentlich mit Bombardement. Hallo Pfiffi. Wow. Falle? Rückgehen muss auf jeden Fall nach einen Abzweig gehen. Hier sind gebe ich noch jemand, ich sehe keinen. Dach, da! Okay. Aber da ist so ein Haupttor. Das heißt, wir gehen lieber gleich erstmal gleich zurück. Ist ja auch nicht so weit entfernt, ansonsten würde ich mir das jetzt nochmal überlegen, aber in dem Fall. Na, grenzwertig, aber okay. Ja, da finde ich, da können sie auch noch eine Stimmung reinbringen. Also, so mumifizierte Leichen verweisen ja dann logischerweise auf eine Spinne, aber das heißt nicht, dass es dann immer Spinnen gibt. Das ist ein bisschen. Ich sag mal, hätte man eine Gelegenheit noch besser nutzen können. Aber das Spiel ist schon cool. Also, keine Frage, ne? Das macht richtig Spaß. Huch, wo bist du denn her? Hi, warte einen Moment, ich muss dich kurz töten. Ist man schon hier gewesen? Nee, tatsächlich nicht, okay. Oder doch? Ach, dann ist er bestimmt durch die Wand gekommen. So, na, da ist noch welches. Zack. Sehr gut. Gut, dann wissen wir zumindest, dass wir alles abgegangen sind. Das ist ja auch immer schon sehr hilfreich. Stopp, umdrehen. Ja. Au. Ah, okay. Stimmt, hier war die Falle. Okay. Ja, das war dumm. Ach, hier brauchen wir eine der Klauen. Welche ist das? Ja, toll, wenn ich das jetzt wüsste. Sah braun aus, oder? Die Kombination steht auf den Dingern immer drauf, aber. Puh. Tja, wo ist er denn? Könnte die gewesen sein, oder? Wo konnten wir es sich nochmal gerne anschauen lassen? Konnte es irgendwie vergrößern? So. Schlange. Ha. Wolf, Libelle. Versuchen wir es mal damit. Schlange. Okay, nee, dann war es bestimmt Eule, nicht Wolf. Und unten die Bälle. Aber warte mal, das hier gibt es also auch. Dann doch Wolf, okay. Pros gibt schon mal die drei.
Hallo? Da sitzt ein Traugerkönig. Mit denen machen wir mal keinen Spaß. Den sollten wir ernst nehmen, den Kollegen. Wo bist du? Gehst du jetzt deinen Thron zurück? Ja. Oh, wow. Trotz krassem Bogen nur so ein bisschen Schaden. Alter Falter. Okay, das machen wir schön strategisch, ganz gediegen. Wir sollten auf jeden Fall eine lebende Rune irgendwo hinknallen. Wahrscheinlich ist er immun dagegen, aber sicherheitshalber. Nicht schlecht, was der Kollege aushält. Du bleibst schön da stehen. Ich schau wieder ab. Huch. Das wird ihm bestimmt nicht viel wehtun, die Falle. Die lebende Rune hat anscheinend auch nichts gebracht. Der atmet wieder auf Vader. Wow, das sind noch drei, vier Schüsse, die er braucht. Ah, die lebende Rune scheint weg zu sein und ihm hat es nicht gekümmert. Oder ist die noch da? Könnte sie auch sein, ne? So. Goblin-Taktik nennt sich das. Einmal zuschlagen, dann abhauen. Ja, gut, dass wir unsere geilen Verzauberungen da dran haben. Ingolds Schatten, okay. Ja, ich gebe zu, das ist jetzt ein bisschen Assi-Taktik und heldenhaft definitiv nicht, aber ich habe nie behauptet, ein Held zu sein. Ich behaupte nur, dass ich clever bin. Nutze meine Umgebung. Na komm, komm. Oh Scheiße, oh Scheiße, oh Scheiße. Ich gehe lieber diesmal ein paar Schritte weiter. Okay. Können ihn eventuell mit zwei Schüssen jetzt niederstrecken. Riskieren aber auch den Kampf dann. Also den direkten. Nicht den. Ich bin so ein kleiner A mit dem Bogen. Nee, soll man nicht riskieren, ist zu heftig. Immer vorsichtig lieber. Wer vorsichtig spielt, der lebt länger. Er hat auch eine ziemlich gute Regeneration, ne? Ingol.
So, das war Ingol. Boah. Nicht schlecht. Und dann kommen wir zu erkennen, was du bist. Kann auch gut sein, dass hier noch Frau Trauger rausspringen. Da sitzt ja trotzdem noch einer. Nur sicherheitshalber, ich habe genug Pfeile. Okay. Ich dachte, der hat sich vor uns erhoben. Dabei war es aber nur... Ja, sein Schatten sozusagen. Helm von Ingol. Okay. Ingol Katakombenschlüssel. Okay, das ist bestimmt für seine Truhe. Ne, die ist vom Reißleister nicht so schlecht. Das Lied von Rormir. Sollten wir uns merken. Okay, unendliches Schwimmen. Das bringt alles Fettkohle. Ingolds Rüstung. 33 Giftrüstung ist, naja. Unseres ist natürlich viel besser mittlerweile. Aber ich sag mal so, wer sich noch nicht irgendwas Geiles gecraftet hat, für den ist es hier schon ein schöner Fund, ne? So, das Lied von... Bestimmt unter Bücher stehen. Weil das ist eins, was einen natürlich auch einen Punkt bringt, wenn man es noch nicht hatte. Und da ich nicht weiß, was ich hatte. Das hatte ich. Okay. Sonst noch was? Wir könnten natürlich unseren Kerzenschein mal wieder anmachen. KW-Kerze. Da. Moment, Ingolds Katakomben. Das war der Schlüssel dafür. Das kann ja nochmal spannend werden. Schauen wir mal kurz hier lang, bevor wir da runtergehen. Da geht es nur raus wahrscheinlich, ne? Okay. Na gut. Ingolds Katakomben also. Man kommt direkt runter. Automatisch speichern. Finde ich eine gute Sache. Okay. Hier. Direkt in der Arena. Ach, das wird irgend so ein großes Vieh. Die Frage ist, kommt das bis hier hoch? Also präventiv machen wir erstmal das. Auch das bringt, werden wir sehen. Vielleicht kommt er gar nicht hoch und wir können ganz assi mit Distanz angriffen. Oh, oh. Wir sind noch nicht entdeckt. Aber wir treffen auch nicht mehr. Ah, jetzt. So, der Dicke ist hin. Dann sind noch haufenweise kleine unten. Ich würde vorschlagen. Wo ist es? Erst einmal, wir brauchen... Wie heißt es denn auf Englisch? Nee? Nee? Sidestone müsste sein. Ja, der wiederbelebt. Und dann natürlich unsere Illusionen. Die ich hier gerade nicht sehe. Da, Evil Twin. Na, kommt her. Thank you.
Eigentlich schon cool. Auch irgendwie ziemlich langweilig, der Kampf. Kommt, lass meinen Chef ran, das machen wir selber, das ist ja... Kann mir gar nicht so richtig mit angucken. So. Irgendwie ziehst du deine Leiste gar nicht. Ah, da. Ich brauche mir die Mühe zu blocken. So. Ups. So, was waren alle? Ich muss nur kurz warten, bis sich meine Energie wieder aufgeladen hat vom Dolch. Oder ist es schon zu voll? Kann sein. Ja, wenn es weggeht, dann wird es ja nicht voller. So, jetzt machen wir es ein bisschen hübsch hier. Und blühen mal von oben nach unten durch. Kann man zaubern? Nehme ich. Obwohl, die können wir eigentlich auch gleich nehmen, wenn wir rausgehen. Leer. Nichts. Das große Vieh. Covetus Demon, okay. Schlüssel. Heads. Nekrophagenblut, okay. Ah, meine Pfeile, kriege ich die wieder? Muss auch nicht sein, ich habe genügend. Wir sind nicht gierig. Echt? So, dann schauen wir uns mal die tolle Kiste an. Ebenerz Streitachse des Schreckens. Ja. Wow. Geldtechnisch nichts auszusetzen. 66 Frustresistenz ist natürlich auch schon wert. Ja, dem, der schießt, kommt es mir hin. Nicht schlecht. Ja, das ist ja so ein Dungeon, der nur durch die Mods reingekommen ist. Den gibt es im originären Spiel nicht. So, reiche Beute, jetzt lasst man uns nur mal schnell gucken. Gewicht 390 von 533 und dann wollen wir noch aufleveln. Magiker 510, also erstmal Gesundheit, ja, wollen wir. Ah, es gibt immer so viel Auswahl, ist immer so schwer. Lockpicking müssen wir, glaube ich, erstmal auf 100 bringen, ist noch spannend werden kann und selbst da bin ich nicht sicher, ob es spannend wird. Ja, geht so. Schleichen macht natürlich auch immer Spaß. Archery, also an sich brauchen wir ja alles. Na? Aber Schleichen ist mein Liebst so. Das ist egal. Was haben wir hier? Sneak Attacks with Daggers, 1 more damage per level of Sneak. Das ist ziemlich geil, weil das machen wir oft. Bam. Critical Damage with Daggers. Kommt als nächstes. So.
Oh, gibt es noch verschiedene Etagen hier? Okay, wo gehen wir denn hier hin? Mal gucken. Himmelsrand. Lass mal raten, nach oben geht's zu Himmelsrand, oder? Ach, das zu, oder? Ja, und selbst wenn, da kämen wir nicht weit. Alles klar. Okay. Damit würde ich sagen, machen wir für heute erstmal Schluss und das nächste Mal schauen wir uns dann um, wie es weitergeht. Ich hoffe, es war für euch interessant und wie immer würde ich mich natürlich über einen Like freuen. Lasst einen netten Kommentar da, wenn ihr Lust habt. Und ansonsten, ja, macht's nicht gut, macht's besser und bis zum nächsten Mal. Tschüss.